Hallo. Ich dachte, ich gehe jetzt mal live und helfe euch, einfach mal zu erkennen, wo überhaupt Blockaden versteckt sind. Es ist unglaublich. Hallo, hallo. Wie heimtückisch sich manche Gedanken in unserem System, in unserem Unterbewusstsein festgesetzt haben und da schön regieren, ohne dass wir wirklich merken, dass wir da unwissentlich eingeschränkt sind. Es sind wirklich so viele Dinge, die uns davon abhalten, unser Leben nicht so zu führen, wie wir es wollen. Huhu, Maria. Ja, und diesen Blockaden auf die Schliche zu kommen, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil man lernt sich immer besser und besser kennen und vor allem lernt man, dass man mit diesen Blockaden eigentlich gar nichts zu tun hat. Dass man sich mit dem, was einen aufhält, hallo Johanna, dass man sich mit dem, was einen wirklich aufhält, wenn man es wirklich richtig betrachtet, eigentlich gar nichts zu tun hat. Und wir leben jetzt im Moment in einer Zeit. Und in dieser Zeit ist es so, so wichtig, dass wir das tun, wozu wir gemacht sind. Und zwar, wir schöpfen und wir kreieren. Und es ist ganz klar für uns diese wichtige Aufgabe herauszufinden, was wollen wir wirklich, wie wollen wir wirklich leben. Und es ist keine große Frage, wir wissen es alle. Wir wollen alle selbstbestimmt, frei, gesund, sorglos und glücklich leben. Und was wird uns gerade gespiegelt da draußen? Wir haben ja ein ziemlich turbulentes Wochenende hinter uns, auch rein energetisch. Wenn wir die Schumanns-Frequenzen anschauen, sehen wir schon, dass da energetisch was los war. Wenn wir in die Nicht-Fake-Medien schauen, sehen wir, was los war in großen Städten in Europa, insbesondere Berlin, aber auch hier in der Schweiz bei uns in Zürich. Nur, es ist so, so wichtig, dass wir erkennen, wie wir wirklich Veränderungen schaffen können. Und diese Veränderungen, die schaffen wir, wenn wir uns nicht beirren lassen. Und zwar, wenn wir glauben, dass wir eingesperrt sind, wenn wir glauben, wir können nichts verändern, wenn wir glauben, wir sind abhängig, wenn wir glauben, wir sind fremdbestimmt, dann sind wir das. Und was da draußen uns gerade vorgegaukelt wird, das ist natürlich etwas, was uns genau diese Fremdbestimmtheit und dieses nicht frei sein, dieses unterdrückt sein, was wir schon seit Generationen in uns tragen, das wird uns jetzt wieder gespiegelt. Es ist ja nichts Neues, dass wir uns unfrei fühlen. Wie viele Menschen leben im Hamsterrad? Wie viele Menschen machen Sachen, die sie nicht gerne machen wollen? Wie viele Menschen leben ein Leben, dass sie sich nicht ausgesucht haben, wo sie glauben, aus dem kommen sie nicht raus. Das haben, was jetzt öffentlich gespürt wird, was öffentlich gezeigt wird, diese ganze Angst und diese ganze Einschränkung, diese ganze Unterdrückung, die ist nichts Neues. Die tragen wir über Generationen und Generationen schon mit uns herum. Die wird von Generation und Generation werden diese Denkmuster und diese Überzeugungen, was man machen kann, was man nicht machen kann, was möglich ist, was nicht möglich ist, was zu Erfolg führt und was nicht zu Erfolg führt, werden von Generationen zu Generationen weitergegeben und sie sind unfrei und sie entsprechen nicht dem göttlichen Design unseres
menschlichen Wesens, das von göttlicher Macht und Kraft aufgefüllt ist. Aber diese göttliche Macht und Kraft, mit der wir aufgefüllt werden, die lassen wir nicht zu. Aus der heraus leben wir nicht, weil wir eben noch diese blockierenden Vorstellungen und Überzeugungen in uns tragen. Und diese führen uns und die lenken uns und die beschränken uns. Und ich möchte in diesem Video einfach nochmal euch sagen, wenn ihr zur Veränderung der Welt beitragen wollt, dass die Welt ein friedlicher, freier, liebender Platz in Fülle ist, dann dürft ihr euch dafür einsetzen, dass ihr euer Leben zuerst so gestaltet, um dann ein Zeichen zu setzen und allen anderen Menschen die Erlaubnis zu geben, das auch zu tun. Und das ist der Weg. Ich bin nicht gegen Demonstrationen. Aber ich sehe die Wirkung, die wir haben, die ist so, so viel größer, wenn wir hier in unserem Inneren arbeiten und demonstrieren, wie frei, wie machtvoll, wie gesund und wie perfekt wir als Mensch sind. Und diese Widerstände, ich bin gegen etwas, und das will ich nicht, das lenkt die Energie in die falsche Richtung. Ich möchte wirklich anregen, die Energie, die du hast, deine Aufmerksamkeit, deine kreative Macht dorthin zu lenken, wo du es möchtest. Auf ein Leben, das so ist, wie du es möchtest. Und dass du diese kreative Kraft, deine Power dorthin lenken kannst, setzt voraus, dass du weißt, was du möchtest. Und dass du klare Entscheidungen triffst für dich und für dein Leben. Dass du dich dafür entscheidest, ich will mein Leben so haben und so haben und so haben und so haben. Meine familiären Beziehungen sind so, meine freundschaftlichen Beziehungen so, meine Lebensstandards sind so und so und so. Wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du deine Aufmerksamkeit immer mehr und mehr dahin lenken. Und diese Klarheit bekommst du, wenn du ganz, ganz ehrlich mit dir bist und wenn du dann merkst, warum kann ich das nicht machen? Warum glaube ich nicht, dass es geht? Was hält mich zurück? Und dann immer tiefer und tiefer gehst und diese falschen Überzeugungen, jede Überzeugung, die von Mangel ist, jede Überzeugung, die dich einschränkt, jede Überzeugung, die dir sagt, du kannst etwas nicht oder du bist noch nicht gut genug oder du musst noch besser werden, ist alles falsch. Sie ist schlichtweg gelogen. Nichts von dem ist relevant. Das Einzige, was wirklich relevant ist, dass du dir eingestehst, was für ein Leben du leben möchtest. Wer ist hier und möchte etwas anders haben? Mach doch mal ein Emoji. Wer möchte was verändern in seinem Leben? Wer hört mir jetzt zu und sagt, ich würde ja, wenn es ginge, würde ich ja. Aber es geht ja nicht, weil. Und ich schwöre, diese ganzen weil, die stimmen nicht. Hallo alle, du möchtest was ändern. Was steht dir im Weg? Oder das sagen wir mal so, schreib doch mal, was möchtest du gerne haben? Was möchtest du anders haben für dich? Was möchtest du gerne verändern? Weil wir haben so viele Vorstellungen, warum Dinge nicht gehen können oder warum Dinge gerade jetzt noch nicht möglich sind oder warum ich warten muss, bis ich es mir möglich machen kann, weil ich so viele
Bedingungen vorher noch erfüllen muss. Aber in keinem der Fälle. Es stimmt nicht. Mehr Energie. Da würde ich jetzt mal sagen, du hast deine Energie einfach falsch fokussiert. Du beschäftigst dich mit Dingen und mit Sorgen. Du machst dir viele, viele Sorgen. Du machst dir viele, viele Gedanken und suchst Wege und du suchst nach Lösungen und du suchst und du suchst und du bist in deine Energie ist in deinen Problemen fest. Die sitzt dort fest, hat sich dort so richtig nett eingenistet, dreht sich dort im Kreis und du hast keine Energie, um die Dinge zu erledigen, respektive umzusetzen, die du gerne möchtest, weil du die Energie in deiner Problematik festhältst. Und wenn du jetzt diese einfach sagst, okay, die Probleme sind da. Sie sind Probleme, weil ich sie als Probleme sehe. Wie würde aber die andere Seite aussehen, wenn sie schon gelöst werden? Wenn ich die Situationen, die ich jetzt gerade als Probleme einschätze, mal als Lösung beurteilen würde. Wie würde die Lösung aussehen, dieser Situation? Ich habe die Situation, das ist die Situation A. Ich kann sie als Problem betrachten, aber ich kann sie auch als Lösung oder schon gelöst betrachten. Und wenn ich mir das angewöhne, dann nehme ich dem Problem die Energie weg und schon habe ich Energie für die Dinge, die ich machen möchte, für die Dinge, die mich begeistern und für die Dinge, die ich umsetze. Und das ist so etwas, was es in uns so drin ist, ja, dieses Festbeißen, dieses Wadelbeißersein an Problemen und so lange da reinzukauen und festzukauen und zu rechtfertigen, bis wir eins werden mit dem Problem. Ja, gerne alle. Und anstatt das zu tun, können wir eins werden mit der Lösung. Wie könnte eine schöne Lösung aussehen? Wie würde sich eine Lösung anfühlen? Wie kann ich denn eins werden mit der Lösung? Und in dem Moment, wo ich eins bin, mit der Lösung des Problems, wo ich nicht mehr ganz genau wissen muss, wie ich zu der Lösung hinkomme. Ich darf mich einfach bedingungslos mit der Lösung meiner Situation, meiner Herausforderung, ich nenne es dann nicht mehr Problem, sondern ich nenne es Situation. Wie kann meine Situation besser werden? Wie fühlt sie sich an, wenn sie gut ist? Und da gehst du rein mit deinem Gefühl. Und gehst tiefer und wirst eins mit der Lösung der Situation. Und schon wird sich der Lösungsweg aufzeigen. Und hier, danke fürs Herzchen, und hier ins Vertrauen zu gehen und zu wissen, es ist wie zwei Pole, ja? Es ist Plus und Minus. Und diese Pole, die sind verbunden. Aber du siehst ja auch nicht, wie die Energie fließt von Plus zu Minus. Aber du weißt, dass sie fließt. Und so ist es eben auch mit der Lösung. Die Lösung ist da. Der Weg dorthin ist klar. Und du musst einfach nur quasi sagen, okay, Lösung, zieh mich magnetisch an. Ich verbinde mich mit dir. Ich spüre dich. Ich fühle dich. Ich sehe dich, Lösung. Ich bin eins mit der Lösung und ich weiß, wenn wir eins sind, dann wirst du mich magnetisch anziehen. Schon gehen die Wege auf, die Wege gehen auf, die Wege gehen auf. Und in dieses Vertrauen dürfen wir gehen. Und die Arbeit ist, in die Lösung zu gehen, in den Wunschzustand, in das, was ich wirklich, wirklich will. Und das ist so interessant, was der Alain jetzt gesagt hat, dass wir uns oft so kraftlos und energielos fühlen, weil unsere ganze Energie in Dingen gebunden ist, sozusagen, die wir gar nicht haben möchten. Wir haben kein Potenzial mehr frei, wir haben keine Energie mehr frei, weil wir alles dort rein investiert haben, wo es
wo wir es gar nicht haben wollen. Einfach nur aus Gewohnheit, weil es alle so machen. Wenn alles so problematisch ist, dann kann ich doch nicht ein Tänzchen feiern mit meiner wunderbaren Lösung. Da kann ich doch nicht freudig und glücklich sein, weil ich die Lösung spüre, weil ich sie nur spüre, weil ich sie fühlen kann. Doch, das kannst du. Und dann generierst du den Weg zu deiner Lösung. Nur dann kommst du zu deiner Lösung. Wenn du jeden Tag dankbar bist für die Lösung, die du schon so spürst und die dich so, so glücklich macht und die dich so freudig macht. Ja, danke, das freut mich. Und schön, dass du dich getraut hast, ja. Aber es ist immer so, einer sagt was, einer traut sich, alle anderen profitieren davon. Wenn sich nur einer traut, dann können alle anderen lernen, können alle anderen das Gleiche tun. Es ist so wichtig, dass wir uns trauen, dass wir trauen, uns selbst zu sein, dass wir uns trauen, aufzusprechen und dass wir uns trauen, fantastisch zu sein, weil wir sind fantastisch und alles andere ist Illusion. Ja, ihr Lieben, ich will es gar nicht so lange machen. Wenn einer noch irgendwo eine Frage hat, kann er sie gerne reintippen. Ansonsten würde ich das jetzt kurz lassen und euch einfach nochmal einladen. Ihr habt es jetzt hier gesehen, wie so etwas passieren kann, so ein Coaching. Wie man plötzlich aus einem Problem rauskatapultiert werden kann, nur weil man andere Ansichten bekommt. Und ich lade euch ein, wirklich, kommt in den Divine Creation Circle, der am Mittwoch anfängt, für 444 Euro für 5 Wochen. Und da geht es nur so. Und da geht es einmal in der Woche in so einem Call so. Der Call geht 1,5 Stunden. Meistens geht er auch länger, wo die einzelnen Probleme von den Teilnehmern belichtet werden, gelöst werden. Und jedes Problem, das für einen gelöst wird, wird für alle gelöst. Weil wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Deswegen ist diese Zusammenarbeit so wertvoll. Und unter der Woche sind wir in einer speziellen Facebook-Gruppe zusammen und tun uns nochmal austauschen. Und es gibt so wunderbares Wachstum, weil es eine Gruppe ist, die sich gegenseitig unterstützt und dann nur das Schönste und das Beste und das Perfekte ineinander sieht. Und es entsteht so eine kreative Energie. Ich kann es euch nur anraten, weil ich diese wunderbaren Erfahrungen jetzt so oft machen durfte, was alles möglich ist. Und das hat mich auch dazu bewogen, 444 Euro für diese 5 Wochen zu verlangen, was ein Zehntel dessen ist, was normalerweise meine Coachings kosten. Weil ich weiß, dass es jetzt wichtig ist, dass es erstens mal Menschen gibt, die sich trauen und dann noch andere Menschen mitreißen können, inspirieren können. Wir brauchen einander jetzt, um uns dorthin zu ziehen und zu motivieren und zu inspirieren, wo wir sein möchten. Es gibt genügend Energie dort, wo wir nicht sein möchten. Es gibt genügend Aufmerksamkeit dort, wo es sich schlecht anfühlt. Es gibt dort genügend Energie. Wir dürfen uns jetzt erlauben, die Energie zu lenken. Für uns und gleichzeitig mit für unsere Familie, für unsere Liebsten, für unsere Kunden, für unsere Nahenstehenden und für unsere Weiterstehenden. Und das hat große Auswirkungen. Und jeder Einzelne, der das für sich tut, tut es für das Ganze. Und es geht jetzt hier wirklich darum, das Richtige zu tun, wenn man sich mit Energie auskennt. Es geht wirklich darum, nicht den Widerstand zu stärken, sondern die Lösung. Das, was man haben will. Es geht darum, jetzt schon so zu leben, wie man es haben will. Es geht darum, sich alles zu erlauben, was man haben möchte, unabhängig von den äußeren Umständen. Und jeder Einzelne, der sich das erlaubt und der mit den Kräften des Universums, der göttlichen Intelligenz sich verbindet,
hier ein Vertrauen findet, der ist ein Leuchtturm, den wir alle so wichtig brauchen. Also, wenn euch das ein bisschen geholfen hat, inspiriert habt, wenn ihr Lust habt, wenn euch das anspricht, schreibt mir einfach nochmal. Ihr könnt immer noch dabei sein im Divine Creation Circle. Und es werden Wunder geschehen. Ich weiß es, weil ich es schon so oft gesehen habe und weil es nicht so viele Blockaden sind, die uns von unseren Wünschen trennen. Weil es nicht so viel ist, was uns immer... Oh, danke, alle. Weil es nicht so viel ist, das, was uns immer davon abhält, an uns zu glauben, an das Universum zu glauben, daran zu glauben, dass alles gut und richtig für uns gedacht ist, wenn wir es zulassen. Wir vergessen das, weil wir in Fernseher schauen, weil wir Zeitungen lesen, weil wir Geschichtsunterricht gehabt haben, weil wir mit Leuten sprechen, die einfach auch noch in dieser Denke verhaftet sind. Und wir brauchen andere Menschen, die groß denken, die wissen, wer wir wirklich sind. Und wenn wir in so einer Gemeinschaft zusammen sind und uns gegenseitig unterstützen, entsteht Magie. Wir brauchen sowas. Und jeder Einzelne, der aus so einer Gruppencoaching rausgeht oder aus so einem Gruppenprogramm, wird andere anstecken. Ganz wichtig, anstecken, dass sie auch an ihre Freiheit glauben, dass sie auch an die Schönheit des Lebens glauben, dass sie auch an die Perfektion des Menschen glauben. Und dann machen wir einen riesengroßen Virus. Also, wenn du dich auch anstecken willst an diesem Freiheitsvirus, an diesem Selbstbestimmtheitsvirus, an diesem Ich löse meine Blockaden-Virus und löse die Blockaden in der Welt-Virus anstecken willst, dann komm in den Divine Creation Circle und du wirst es nicht bereuen. Es ist das bestinvestierteste Geld, was du jemals investieren konntest. Und wenn du es auf zweimal zahlen musst, weil du zweimal 250 Euro zahlen möchtest, dann ist es auch möglich. Schreib mir einfach. Ich will so vielen wie möglich, die einfach sagen, ja, ich will, kommt, seid dabei. Billiger kann es überhaupt nicht sein, weil dann sind wieder Leute dabei, die einfach nichts machen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Ergebnisse, wir wollen Wunder kreieren, wir wollen Magie schaffen, wir wollen Energie potenzieren. Wir wollen ein neues Normal in unser Leben ziehen. Mit Leichtigkeit und mit Freude und ohne Widerstände und ohne Blockaden. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielleicht höre ich ja noch von dem einen und dem anderen. Und die später dazugekommen sind, ihr könnt es euch nochmal von Anfang an schauen. Ich bin sicher, es lohnt sich. Tschüss.